Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich am Dienstag gekommen sind zu unserer Veranstaltung Gender Trends in den Gesundheitsberufen. Mein Name ist Peter Selin. Ich bin hier Referent für Sozialpolitik und demografischen Wandel in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Wir wollen mit dieser Fachtagung vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels uns mit Gender-Trends in den Gesundheitsberufen auseinandersetzen. Und das ist deswegen interessant, weil dieser riesige Fachkräftemangel, der festgestellt ist und auch prognostiziert ist, doch eine große gesellschaftspolitische Herausforderung ist. Die Beschäftigung in den Gesundheits- und Pflegeberufen ist in den letzten 10 Jahren um ein Fünftel gewachsen. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen konnte von diesem Beschäftigungswachstum profitieren. 1.000 auf gut 474.000 und bei den weiblich Beschäftigten von 1,9 Millionen auf 2,3 Millionen im Jahre 2011. Das heißt mit anderen Worten, es ist ein sehr attraktiver Arbeitsmarkt, wenn man es rein quantitativ betrachtet. Und wir wollen aber auch heute eben mit Hilfe dieser Fachtagung, die Qualität der Arbeitsplätze, die Qualifikationsentwicklung und die Perspektiven dieses Beschäftigungsfeldes diskutieren. Und man sieht das auch nochmal, welche Bedeutung dieser Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik hat. Jeder 10. sozialversicherungspflichtige Beschäftigte arbeitet mittlerweile in den Gesundheits- oder Pflegeberufen. Das ist also eine sehr große Quote. Aber der große Mangel, um das mal so zu sagen, ist, über 80% der Beschäftigten in Gesundheitsberufen sind Frauen. Was kann für Männer und Frauen die Gesundheitsberufe attraktiver machen? Damit wollen wir uns hier auseinandersetzen. Und es ist eben gleichzeitig festzustellen, wie stark oder zu analysieren, wie stark prekäre Arbeitsverhältnisse auch in diesem Bereich vorhanden sind. 2010 waren etwa ein Drittel der Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegeberufen in der Teilzeit tätig. Angeblich nach der Aussage der Bundesagentur für Arbeit seien sogenannte Minijobs unterdurchschnittlich in dieser Branche vorhanden. Das gilt es vielleicht zu hinterfragen, wenn man also insbesondere den ambulanten Bereich sich vor Augen führt. Was auch schon festzustellen ist, dass akut Fachkräftemangel festzustellen ist. Die sogenannte Vakanzzeit der Bundesagentur für Arbeit, wie lange Stellenangebote also ausgeschrieben sind, beträgt 105 Tage. Diese Vakanzzeit ist damit um 60% länger als im Vergleich zu anderen Stellenangeboten. Daran kann man also feststellen, dass der Fachkräftemangel bereits akut ist. Und er ist insbesondere akut in den westdeutschen Bundesländern nach den Aussagen der Bundesagentur für Arbeit. Weniger stark in den ostdeutschen Bundesländern. Letzte Woche hat die Bertelsmann Stiftung einen sogenannten Pflegereport veröffentlicht für das Jahr 2030 oder bis 2030. Und danach fehlen in der Perspektive 500.000 Vollzeitkräfte in der Pflege. Das heißt mit anderen Worten, es stellt sich die Frage, wie kann diese Riesenlücke durch Männer und Frauen gefüllt werden? Und was muss in der Ausbildung passieren, dass das überhaupt quantitativ und qualitativ geleistet werden kann? Mit diesen wesentlichen Fragen soll sich diese Tagung auseinandersetzen. Und sie soll sich auch auseinandersetzen mit der Debatte, die durch den Wissenschaftsrat angestoßen worden ist, nämlich mit der Akademisierung von bestimmten Teilen der verschiedenen Ausbildungsberufe im Gesundheitsbereich. Das heißt, wir haben bewusst in diesen Ablauf der Tagung Fragestellungen zur Akademisierung mit eingebettet. Und sich stellt sich die Frage, wie kommt es zu einer neuen Arbeitsteilung auch in den Kliniken zwischen Ärzten und Pflegepersonal? Man kann auch die utopische Frage in den Raum stellen, sind vielleicht bestimmte Elemente in der Pflege zusammen sogar in der Ausbildung mit Ärzten, die diesen Beruf lernen oder ihren Beruf lernen, sogar in Modulen im Studium denkbar? Oder werden sie vielleicht sogar Realität? Auch darüber wäre es schön, sich auseinanderzusetzen. Und wie passt also diese Herausforderung, vor denen die Gesellschaft
steht, wie passt das alles zusammen und wie kann das gelingen. Deswegen haben wir uns diese Tagung ausgedacht als Heinrich-Böll-Stiftung. Vielen Dank. Vielleicht sagen Sie etwas noch selbst zu Ihrem Antritt hier. Ja, guten Tag zusammen. Herzlichen Dank für die Einladung an die Heinrich-Böll-Stiftung. Und tatsächlich ist es ja fast eine kleine Antrittsvorlesung hier, denn ich bin ganz frisch in Berlin, seit 8 Wochen. Ich habe das Thema übernommen und ich komme gleich auf ein paar Sätze auch zu meiner Person. Ich habe das Thema übernommen, ist es eine Frauenwelt, Gendertrends in den Gesundheitsberufen, und ich freue mich insbesondere, dass wir diese Diskussion nicht aus den 90er Jahren weiter fortführen mit unseresgleichen, altersgleichen, sondern dass ganz, ganz viele junge Leute hier sind, denn ich denke auch, wir haben hier eine interessante Frage, wie Sie gerade eingeleitet haben, Herr Selin. Wie hängt das alles zusammen? Denn erst einmal ist das ja auch ein bisschen keck formuliert. Es ist doch eine Frauenwelt. Was wollt ihr eigentlich? Aber Sie haben auch in der Einführung gesagt, man kann einen Mangel konstatieren letztendlich. Und erst einmal, wenn man als Frau im Gesundheitswesen lebt und arbeitet, würde man nicht sagen, dass man da ein Mangel- oder Mängelwesen ist. Also von daher ist das sicherlich auch ein kecker Auftakt. Ist es eine Frauenwelt? Wie setzt sich das fort? Und letztendlich, wie gestaltet sich das im Hinblick auf Arbeitsmarktprognosen und auf diese expandierende Welt des Gesundheitswesens mit allen ihren Herausforderungen? Ich werde einfach mal mit einem kleinen Witz anfangen, bevor ich mich vorstelle. Ein Sozialpädagoge kommt zum Standesamt, um die Geburt seines Kindes anzumelden, fragt der Beamte, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Lassen Sie das offen, das soll es später mal selbst entscheiden. Immer dann, wenn wir schmunzeln, ist da irgendwie was dran. Und was ist dran an diesem Satz oder an diesem Witz, den man natürlich auch gut auf die Pflege oder die Physiotherapie oder wie auch immer beziehen könnte? Ich bin selbst quasi sozialisiert in einer ganz typischen Frauenbiografie, Frauenarbeitsbiografie. Ich habe kein Abitur, ich bin Arzthelferin im ersten Beruf und habe dann Krankengymnastik gelernt vor über 30 Jahren, wollte praktisch arbeiten, habe ich auch lange gemacht, 20 Jahre. Das war mein Traum, und irgendwie habe ich in meinen 20er Jahren schon gemerkt, was das? Was das und willst du in diesen Rahmenbedingungen eigentlich weiterarbeiten? Und mein politischer Impetus hat mich dann irgendwie immer getrieben. Und letztendlich habe ich studiert und auch promoviert und besetze jetzt seit 2002 erst 10 Jahre an der Fachhochschule Kiel, jetzt an der Alice-Salomon-Hochschule, eine Professur für Physiotherapie mit dem Untertitel, auf den ich sehr stolz bin, Förderung der Gesundheit und Teilhabe. Auch da tut sich etwas, dass das nicht mehr heißt Muskuloskeletalapparat oder neurologische Rehabilitation. Die Pflege ist mir, und das ist ja sicherlich wirklich ein ganz großer Fokus, weil da der Arbeitskräftemangel eklatant ist und sicherlich in seiner Dramatik auch noch gar nicht ganz erfasst wird, so meine Einschätzung. Mit der Pflege habe ich mich ausgiebig in meiner Promotion auseinandergesetzt, die ich geschrieben habe, Gesundheitsförderung von Krankenschwestern, Ansätze für eine frauengerechte betriebliche Praxis im Krankenhaus, die auch 2004 bei Mabuse erschienen ist. Mich hatte damals fasziniert, als Krankheitsarbeiterin, Krankengymnastin, mitzubekommen, dass es sowas wie eine Salutogenese gibt, dass wir sehr stark wissen, was die Krankenschwestern krank macht, aber dass so wenig passiert. Und das war dann in den 90er Jahren mein Thema. Herr Selin hat es schon angedeutet. Das heißt, im Moment liegen ganz viele Berichte vor. Die Arbeitsagentur für Arbeit hat zwei wichtige Papiere, wie ich finde, auf den Markt gebracht 2012. Die Beschäftigung in Gesundheits- und Pflegeberufen ist in den letzten 10 Jahren gewachsen. Wunderbar. Um 1/5. Jeder 10. Beschäftigte ist in einem Gesundheits- oder Pflegeberuf. Ein expandierender, der expandierende Beschäftigungsmarkt letztendlich. Der Frauenanteil unter den Beschäftigten ist deutlich
größer als in der Gesamtbevölkerung. Und da lohnt sich tatsächlich mal der Branchenvergleich, der sehr eklatant aufzeigt, dass die Attraktivität dieser Arbeit sehr, sehr stark auf die Präferenzen von Frauen trifft. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Es gibt offene Stellen, insbesondere bei Ärzten, in Klammern auf dem Land, Klammer zu. Bei Kranken- und Gesundheitspflegekräften und insbesondere auch im Bereich der Altenpflege fällt es eben zunehmend schwieriger, auch qualifiziert zu besetzen. Und ich weiß selbst aus Schleswig-Holstein, dass aus der Not heraus die Krankenhäuser zum Teil auf ganz abstruse neue Beschäftigungsprofile kommen und da mal eben im halben Jahr jemanden nachqualifizieren, weil einfach der Mangel so da ist. Und dann wird es auf einmal ein Beschäftigungsassistent, der 6 Monate ausgebildet ist. In einem anderen Bericht, der jetzt gar nicht die Gesundheits- und Sozialberufe so zum Thema machte, war eben etwas, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen, das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt von Frauen ist deutlich niedriger als das der Männer. Frauen sehen sich am Arbeitsmarkt spezifischen Problemen gegenüber, die auch im Zusammenhang mit persönlichen und familiären Verpflichtungen zu sehen sind. Und dieser Satz scheint mir auch ganz wichtig, oder diese Aussage, das Wesentliche in Kürze stand da vorne drauf, scheint mir auch ganz wichtig, denn ich glaube, wir können hier nicht nur arbeitsmarktpolitisch uns das angucken, sondern insbesondere im Kontext von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Weiter in einem weiteren Heft der Arbeitsagentur, der anhaltende Beschäftigungsaufbau im Gesundheitswesen ließ vor allen Dingen die Beschäftigung von Frauen steigen. Also wunderbar, eine Riesenchance, das Gesundheitswesen ist ein potenzieller Arbeitsplatz für Frauen. 4 von 5 Beschäftigten im Sozial- und Gesundheitswesen sind weiblich. Ich habe mich in meinem Vortrag jetzt nicht auf eine quantitative Analyse von Trends konzentriert, das ist A, nicht mein Favorite, ich bin qualitative Sozialforscherin und mir ist es auch ein Anliegen, quasi dieses Durchdringen von Geschlecht im Arbeitsfeld Gesundheitswesen ein bisschen mehr zu verstehen. Deshalb müssen Sie diese Arbeit selbst machen oder, hier sind viele Studierende auch dabei, ein schönes Bachelor-Thema oder Master-Thema, diese Trends sich tatsächlich mal für alle Berufe anzugucken. Was wir aber wissen, ist, dass es eine Feminisierung der Medizin gibt. Schon jetzt sind 60% der Studentinnen in der Medizin weiblich. Im Arbeitsfeld sind es über 40%. Das variiert sehr nach dem Einsatzgebiet. In der Pflege genauso, aber es ist ein hoher Anteil, weit über 80%. In der Physiotherapie, die manchmal so anders rüberkommt, ist es dennoch eine starke Dominanz von Frauen. Und lediglich, und das auch statistisch dann nochmal anzugucken, lediglich wenn man die Vollzeitäquivalente rechnet, kommt man auf sowas wie 3:1 in der Physiotherapie. Und manche Berufe sind fast frei von Männern, also insbesondere die Hebammen natürlich oder die Geburtshelfer, wie es glaube ich heißt, und die medizinischen Fachangestellten. Das bewegt sich dann im Rahmen von 99%. Was steckt also hinter diesen Zahlen? Und soziologisch ausgedrückt geht es letztendlich darum, diese Kategorie Geschlecht, wie repräsentiert die sich im Arbeitsfeld Gesundheitsberufe im Moment entlang der Professionalisierungsprozesse? Alle Gesundheitsberufe, man sagt auch nichtärztliche Gesundheitsberufe, weil einem sonst nichts anderes einfällt. Wenn man aber überspitzt genau diese Titulierung nichtärztliche und ärztliche Berufe mal versucht auf ein anderes Beispiel zu sprechen oder bei anderen Beispiel zu sprechen, würde es bedeuten Frauen und Nicht-Frauen, Männer und Nicht-Männer. Das heißt, wir haben für 16 weitere Gesundheitsberufe im Gesundheitswesen gar keinen eigenständigen Namen, die Pflege jetzt mal ausgeklammert, die immer sehr eigenständig ein Profil hat, aber ärztliche und nichtärztliche Berufe. Und Sie werden sich vielleicht auch wundern, was dieses heißt, Professionalisierungsprozesse. Das meint im Moment die ganzen Berufe, die auf dem Weg sind. Und in der Medizin spricht man tatsächlich von Tendenzen einer Deprofessionalisierung, also sprich auch einer Veränderung, tendenziell auch mit ein bisschen Statusverlust, aber dazu können wir auch später nochmal sprechen oder vielleicht hat Frau
Kuhlmann da auch noch was. Meine Leitfragen in der Vorbereitung dieses Vortrags waren letztendlich, welche Gender-Trends lassen sich wirklich empirisch konkret festhalten? Ist das Gesundheitssystem wirklich eine Welt von Frauen? Und was heißt eigentlich Domäne? Werden sich im Zuge dieser Gesundheitsberufe, die auf dem Weg sind, Akademisierung, Durchlässigkeit, neue Karrierechancen und so weiter, lassen sich dabei dann eigentlich Geschlechtsunterschiede egalisieren? Anders gesprochen, wenn die Chancen jetzt in der Ergotherapie, in der Logopädie, Physiotherapie auch bedeuten, dass dort jemand mit Abitur das Ganze auch studieren kann, werden wir eine Attraktivität damit haben, dass auch die Männer in diese Berufe mehr gehen? Wird es zu einem verstärkten Ausgleich kommen, wenn wir Durchlässigkeit und Karrierechancen ermöglichen? Wie zeigt sich Gender in der konkreten Arbeit und was hat diese Fachkräftedebatte eigentlich mit Gender zu tun? Ich habe für mich konstatiert, dass Gender offenbar eine erneute zentrale Kategorie in der Gesundheitsbranche ist. Für alle, die diesen Begriff Gender noch nicht so ganz einordnen können, während man das biologische Geschlecht, also sprich die typischen Geschlechtsmerkmale und so weiter, als Sex bezeichnet in der englischen Literatur, ist alles, was veränderbar ist, alles, was sozial determiniert, konstruiert ist, mit dem Begriff Gender konnotiert. Wir haben in den 90er Jahren im Gesundheitswesen eine erste Hochzeit und Epoche dieser Frage gehabt, ist es wichtig, die Kategorie Gender im Gesundheitswesen zu denken? Wir haben es entlang unterschiedlicher Stränge gemacht, zum Beispiel auch schon damals eine Fachkräftedebatte eher bei dem Thema eines weiblichen Arbeitsvermögens. Also welche Inhalte der Arbeit sind dem weiblichen Geschlecht inhärent? Was muss man gar nicht ausbilden, weil Frauen empathisch sind, weil Frauen zuhören können, weil Frauen und so weiter passiv sind und auf die Bedürfnisse von Bedürftigen, von Patienten eben besser eingehen können. Muss man das lernen oder ist es dem weiblichen Geschlecht inhärent? Beck Gernsheim hat sich damit auseinandergesetzt. Dann dieser sogenannte segregierte Arbeitsmarkt, also ein aufgeteilter Arbeitsmarkt, der sagt, wenn wir uns dann angucken, die vertikalen Chancen, in diesem Beruf etwas zu werden oder auch die horizontalen Aufteilungen sind dann wiederum sehr stark geschlechtskonnotiert. Andersrum, wer besetzt die Chefposten, wer besetzt jetzt die neuen Professuren, wer macht die Pädiatrie, wer ist in der Kinderkrankenpflege und wer ist Allgemeinmedizinerin? Also auf dieser Ebene ist eine horizontale Segregation gemeint. Es ging darum, männlich und weiblich, wie stellt sich das quasi im Gesundheitswesen her? Es ging auch um eine erste Bedarfsanalyse, sind Frauen anders krank? Wir haben jetzt am Freitag Frau Maschewski-Schneider in Ruhestand entlassen, hier an der Charité. Die war sehr maßgeblich beteiligt daran, dass es in Deutschland einen ersten Frauengesundheitsbericht 2001 gab. Und keine Sorge, wir sind gerecht, 2013 kommt der erste Männergesundheitsbericht wird vorgestellt. Und es ging, und das war in der naturwissenschaftlich orientierten medizinischen Forschung nicht so gern gesehen, es ging um sogenannte Gender Bias. Haben wir einen blinden Fleck, selbst in der Forschung, wenn wir dort bestimmte Forschungsdesigns konstruieren und die Kategorie Geschlecht zu... Danke. Die Kategorie Geschlecht zu sehr eindimensional denken. Hier, wer sich interessiert, ist der Name Margret Eichler zu nennen. Also, was heißt eigentlich Domäne? Domäne Gesundheitsarbeit privat und beruflich, auch das lässt sich möglicherweise nicht trennen. Domäne heißt laut Wikipedia, und da mache ich jetzt hier kein gutes Beispiel für Techniken wissenschaftlichen Arbeitens, Herrschaftsbereich bezogen auf Gutshof, Rittergut, Kammergut, also das ist alles sehr, sehr alt. Aber Domäne heißt letztendlich auch sowas wie Fach- und Wissensgebiet. Manchmal muss ich lachen, wenn ich zum Beispiel erlebe, wie die Medizin das Thema Gender dann auf einmal nutzt. Und so fand ich letztens in einer chirurgischen Klinik einen Flyer, das Genderknie.
Und da ging es darum, dass die Prothesen für Frauen aufgrund einer anderen Bauart, die Prothesen, die totale Endoprothesen fürs Knie, anders aussehen als die für Männer. Das ist nicht Gender. Das ist Biologie und ein notwendiger Schritt endlich dazu, einer Effektivität der Anpassung von Totalendoprothesen im Kniebereich zu kommen, die uns nicht zufriedenstellen, wie Sie vielleicht wissen, wenn Sie aus der Praxis kommen. Also von daher ist das eher ein Marketinginstrument, das Gender-Knie, aber die Medizin hat Gender auch entdeckt. Das hatte ich ein Stück weit schon gesagt. Also trotz dieser beeindruckenden Zahlen und trotz dieser Frauenwelt, Gesundheitsarbeit, kann man letztendlich sagen, dass wir, wenn wir genauer gucken, dann doch eine sehr starke vertikale und horizontale Differenzierung finden, dass immer dann, wenn wir auch die Gehälter uns angucken, es eine mangelnde Gratifikation dieser Form von Arbeit gibt, also eine monetäre Anerkennung, die sich eben dann nicht findet. Und bei der Feminisierung der Medizin bin ich sehr gespannt und ich selbst habe da noch nicht viel zu gelesen, aber auch noch nicht mich sehr damit beschäftigt, muss ich sagen. Wie verändert sich Medizin durch eine Feminisierung der Medizin? Wie verändert sich Kooperation, wenn da mehr Frauen arbeiten und Entscheidungen treffen und an die anderen Berufe delegieren? Haben die Power für wirkliche einschneidende Veränderungen in der Medizin? Gibt es eine kooperativere, eine interprofessionellere Gesundheitsversorgung? Das ist für mich im Moment auch mit einem Fragezeichen versehen. Ich komme jetzt mal exemplarisch auf einen Bereich, in dem ich mich einfach am besten auskenne, weil ich da über 30 Jahre drin bin, irgendwie mit dem zu tun habe. Die Konstruktion von Professionalität. Wer ist eigentlich Profi in einem Bereich? Und ich möchte mit Ihnen einen Exkurs zur Krankengymnastik und Physiotherapie machen, denn die Wiege der deutschen beruflichen Heilgymnastik stand 1900 in Kiel beim Lubinus Klinikum aus der Not heraus. Die Industrialisierung hatte viele Menschen sozusagen hervorgebracht, die Invaliden waren, die aufgrund der Arbeitsunfälle in den Werften auf einmal einen ganz anderen Rehabilitationsbedarf hatten. Also auch wieder aus einem Mangel heraus entstand ein neues Berufsbild und erst wurden die Heilgymnastinnen aus Schweden eingeführt und dann hat Herr Dr. Lubinus diesen Frauenberuf, der es bis in die 50er Jahre war, eben dann selbst initiiert. Die Tradition ist tief verwurzelt und köstlich ist, wenn Sie rechts mal gucken, was denn die Attribute sind, die Schülerinnen der Heilgymnastik mitbringen mussten, ein kräftiger Gesundheitszustand. Die Tradition ist tief verwurzelt und so pfeifen die älteren Patienten in Kiel auch nach wie vor dieses Liedchen, Mädchen voller Lieblichkeit, stadtbekannt seit langer Zeit. Das sind sie, die Lubinen. Der Kieler singt von ihnen, was der Honig für die Biene, ist Lubinus für Marine. Das ist aus der Chronik 100 Jahre Lubinus Klinikum entnommen und wie gesagt, es gibt natürlich ältere Kieler, die das den jungen Schülerinnen und Schülern dann auch vorträllern. Es ist ein Beruf der höheren Töchter, denn letztendlich muss man sagen, die Zugangschancen für Gesundheitsarbeit, Medizin, Hebammen, Pflege, Logopädie, Physiotherapie sind sehr ungleich verteilt. Ein, wie ich finde, ja, ein politischer Punkt, über den wir noch wenig gesprochen haben. Wenn Ihre drei Kinder Ärzte und Ärztin werden wollen, herzlichen Glückwunsch. Die Arbeitschancen sind gut, die sollen mal losgehen. Das wird schon. Wenn Ihre drei Kinder Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie Ausbildung machen wollen, dann möge ich Ihnen raten, dieser Kelch möge an Ihnen vorbeigehen, denn eine Ausbildung kostet 10.000 Euro. Und wenn wir an den öffentlichen Hochschulen jetzt keine weiteren Studienplätze bekommen, wird auch dieser Markt der Akademisierung von den privaten Hochschulen übernommen, was aber nicht heißt, dass man schon manuelle Therapie kann. Also ab in die Weiterbildung und das Ganze dann letztendlich für einen Lohn, der in manchen Bereichen tatsächlich auch rund um die Mindestlohngrenze geht, nur aus Scham an vielen Punkten nicht in dieser Form politisiert wird. Unsere
Geschichte, die Entwicklung der Krankengymnastik von 1919, da kam die zweite Lehranstalt für Krankengymnastik, nämlich an der staatlichen Lehranstalt für Krankengymnastik in Dresden dann auf bis 94. Seitdem heißen die Krankengymnasten Physiotherapeuten. Das ging immer schön neben und in der Obhut der Orthopäden. Da gibt es schöne Aufsätze, die eben deutlich machen, wie komplementär dieses Verhältnis Mann-Frau-Arzt-Krankengymnastin war. Dieser Beruf hat sich sehr entwickelt entlang der Ausdifferenzierung an der Medizin und nach wie vor sozusagen auch eine sehr starke Orientierung am mechanistischen Verständnis eines Bewegungsapparates. Also auch da manchmal für mich immer noch zu sehr in einer Logik des Reparierens. Frau Hüther-Becker, eine der großen Frauen in der deutschen Physiotherapie, hat damals schon von einer doppelten Emanzipation gesprochen, dass sie sagt, die Frauen in diesem Beruf müssen sich nicht nur sozusagen als Frauen emanzipieren, sondern auch nochmal von den Orthopäden, von den Ärzten. Es hat immer auch eine Gegenbewegung gegeben, dass Frauen mit Atemtherapie, mit Leibtherapie unterwegs waren in der Physiotherapie. Man findet das zum Teil so an Auswüchsen, dass Kolleginnen gar nicht mehr sich Physiotherapeuten nennen, sondern Feldenkraispädagogen oder Eutoniepädagogen oder Atempädagogen oder Atemtherapeuten, dass sie quasi mit diesen Traditionslinien auch gar nichts mehr zu tun haben möchten. Das ist schade, denn diese Diskussion ist noch gar nicht zu Ende geführt, wie wir Körper letztendlich verstehen. Mein Fazit: Das Überleben der Krankengymnastik in ihrer Tradition gelang bisher durch Anpassung an ein komplementäres Berufe- und Geschlechterverhältnis. Und ich möchte nur andeuten, wie dieser Übergang in eine neue Zeit aussieht. Das weicht sich jetzt auf, wenn ich jetzt hier die Kolleginnen und Kollegen frage, die haben mit dem Bild der Krankengymnastik nicht mehr so ganz viel zu tun, aber das Neue ist auch noch nicht da. Es ist die Frage, inwieweit die Kategorien psychosozial auch in die Körperarbeit eingezogen werden, inwieweit wir wirklich eine Gesundheitsvorstellung entwickeln, die auf ein ganzheitliches Menschenbild sozusagen trifft. Es ist die Frage, wie sich jetzt auch im Zuge der Aufgabenverteilung, und da ist der Begriff des Direktzugangs, dass man mit Rückenschmerzen gar nicht mehr den Umweg über einen Orthopäden machen muss, sondern möglicherweise direkt zu seinem Physio oder zu seiner Physiotherapeutin gehen kann. Dieser Begriff ist unter dem Label Direktzugang für Patienten diskutiert und in manchen anderen Ländern, Holland, Schweden, Schottland und so weiter, Australien, schon eingeführt. Ungleiche Bildungschancen, hatte ich gesagt, mit dem Beispiel der drei Kinder, die Sie sich bitte vorstellen mögen, zu medialer Repräsentanz. Wie kommt dieser Beruf in den Medien vor? Wie ist die öffentliche Wahrnehmung? Da kennen wir alle die wichtigen Sportphysiotherapeuten, die unsere Leistungssportler und Sportlerinnen top halten und auch immer wieder geehrt werden. Es ist zu konstatieren, dass ein geringer Grad der Physiotherapeuten sich nur politisch engagiert. Wir haben eigentlich gar keine gewerkschaftliche Heimat. Das wird Verdi nicht so gerne hören wollen, aber das ist so. Die haben diese Berufe nach wie vor nicht so ganz entdeckt. Und auch insgesamt ist quasi der Grad, sich berufspolitisch zu organisieren, sehr gering. Wir haben für das, was ansteht, wenige Vorbilder. Es gibt eine immense Verunsicherung und ein Bedarf an Neuorientierung. Und manchmal, insbesondere in Diskussionen mit jungen Leuten, spüre ich auch, dass diese Widersprüchlichkeit, dieses Infrage zu stellen, einfach auch letztendlich nach einem Wunsch ruft, nach Entlastung und eine Klarheit zu haben, wie die Zukunft geht. Das ist nicht der Fall. Die Zukunft kommt nicht über uns hereingebrochen, sondern wir gestalten sie ein Stück weit auch mit. Ist das Private auch politisch? Also einfach mal, ich will nicht sagen, dass das meine morgendliche Lektüre ist, aber donnerstags ist das Kinoprogramm in der Morgenpost. Also fand ich dieses Bild mit einer Kollegin, was nur exemplarisch ist, die in einen Tenor natürlich geht, dass Vereinbarkeit von Familienarbeit und berufliche Arbeit schwierig ist, unter anderem auch, und deshalb ist es nur der Fall, unter anderem auch bei den Physiotherapeuten, die ja aufgrund ihrer Arbeitszeiten, die sie auch sehr unterschiedlich legen könnten,
relativ flexibel meinten zu sein. In den Einstellungsgesprächen wird das jetzt schon deutlich, dass eben an manchen Punkten, wenn man die Chance hat, einen Mann zu nehmen, auch gerne ein Mann genommen wird. Oder, um jetzt mal aus der gestrigen Stunde zu plaudern in der Diskussion, die Frauen mussten während der Bewerbung oder in der Bewerbungszeit vorbehandeln, während der Mann direkt genommen wurde. Also die Frau musste sich da noch anders beweisen. Das sind jetzt Originaltöne von Studierenden aus Kiel. In unserem Team kann ich mir gar keinen Mann vorstellen. Komisch, das ist einfach so. Wenn wir bei uns in der Praxis die Patienten wählen ließen, ob sie von einem Mann oder von einer Frau behandelt werden möchten, dann würde ich meine Mitarbeiterin nicht mehr beschäftigen können. Die wollen dann alle zu einem Mann. Ich würde mich eher von einem Kollegen behandeln lassen, sagt eine Studentin, da ich denke, dass die mehr Technik drauf haben. Und weiter, letzte Folie da diesbezüglich. Mir hat schon mal jemand gesagt, sie behandeln wie ein Mann. Oder? Ich dachte immer, bei den Physiotherapeuten ist das Geschlechterverhältnis 60 zu 40. Man sieht viel mehr Therapeuten, zum Beispiel im Sport. Das ist ja fast so wie in der Pflege. Oder? Meine Chefs sind ein Ehepaar. Ihre Aufgabenteilung in der Praxis ist jedoch ziemlich klassisch. Die Personalentscheidung fällt er. Dann findet man wenig davor. Ich wollte eigentlich erst drüber schreiben, wer ist hier glücklich? Also einfach mal so ein Cover einer Fachzeitung, über das ich mich ziemlich geärgert habe. Aber auch dieses Bild erfreut mich wiederum. Das ist der Physiotherapeut der Handballmannschaft des Hamburger Sportvereins. Wichtig, wichtig, wichtig. Die verwalten Humankapital. Das muss man einfach sagen. Das sind teure Körper, teure Menschen. Und wenn da einfach was ist und er kriegt ihn schnell wieder fit, dann kommt dann die Zeitung. Ich habe dann die Aufgabe gestellt, oder ich stelle sie auch Ihnen, können Sie sich das Bild vorstellen mit einer Kollegin? Eine Frau mit magischen Händen? Gut, da sind wir schon mittendrin in der Dekonstruktion. Ich komme zu meinem Rest des Vortrags und bin auf eine alte Studie gestoßen eine alte Untersuchung, die ich in meiner Doktorarbeit auch zitiert habe, von Bettina Heinz. Wenn zwei das Gleiche tun, ist das noch lange nicht dasselbe. Ungleich unter Gleichen. Studien zur geschlechtsspezifischen Segregation des Arbeitsmarktes. Alt, 15 Jahre alt, und dennoch denke ich oft an dieses Kapitel. Ob nämlich Professionalität mit männlich konnotiert wird und ob die Professionalität dieser anderen Bereiche, dieses, was dem vermeintlich weiblichen Arbeitsvermögen so gleichgestellt wird, zuhören können, auf jemanden eingehen können, ob das so selbstverständlich mitgenommen wird. Und alles, was jetzt neu dazukommt, Wissenschaftlichkeit, Technik, Management, Politik, Professuren an Hochschulen, ob das nicht gleichzusetzen ist mit männlich. Und eine kleine Feldstudie läuft im Hintergrund meines Kopfes. Ich besetze die erste Professur für Physiotherapie in Deutschland und seitdem haben wir 22 Professuren berufen. Wir sind jetzt nach 10 Jahren schon an dem Punkt, den uns die soziale Arbeit auch und die Pädagogik auch zeigt. Es dreht sich dann um das Verhältnis aus der Berufspraxis, dreht sich bei Positionen, wo man was zu entscheiden hat, sicherlich auch mehr Gestaltungsspielraum hat und auch mehr verdient. Da dreht es sich fast genau entgegensetzt um, und auf dem Weg sind wir im Moment in der Physiotherapie. Gut. Zweiter Versuch, die Kategorie Geschlecht wieder neu aufzunehmen und für das Gesundheitswesen, für die Versorgung der Patienten und Patientinnen, aber auch eben für die Arbeitsmarktdebatte zu verstehen. Ich denke, dass diese Akademisierung, um eben den Gegenstand unserer Berufe und um die Kompetenzen darin überhaupt benennen zu können, dass diese Akademisierung eine Riesenchance ist im Moment in Deutschland. Herr Selin hatte angesprochen, es gibt eine Empfehlung des Wissenschaftsrates aus dem Sommer diesen Jahres, hochschulische Qualifikationen für das Gesundheitswesen. Und da wird angeraten, dass die Politik und die Hochschulen sich ausrichten und mindestens 10-20% der Gesundheitsberufe akademisch ausbilden. Da sind die Länder und die Hochschulen in die Pflicht genommen. Wir brauchen eine immense Reflexion, um diese Verhältnisse und auch die Traditionen zu reflektieren und sie wirklich verändern zu wollen. Wir müssen sozusagen diese Veränderungschancen im System denken.
Ein unpopulärer Satz war gestern in meiner Veranstaltung: Müssen wir die Studienplätze Physiotherapie, Ergotherapie vielleicht quotieren, damit die Männer genauso Chancen haben, hier reinzukommen? Wäre das gerecht? Die abzuwarten bleibt, was eben in Sachen Kooperation durch eine Feminisierung der Medizin vonstatten geht. Wird es dort mehr Gespräch geben? Gibt es einen anderen Dialog? Gibt es eine Abflachung von Hierarchien? Das bleibt abzuwarten. Und ich bin froh, dass die Heinrich-Böll-Stiftung unter einem größeren Thema, nämlich Überprüfung der Steuerung und der Anreize im Gesundheitssystem, ob die richtig gesetzt sind, dieses Gesamtthema aufnimmt und ja im Februar auch irgendwie dazu einlädt. Von daher möchte ich nicht, dass die Frauen sich im Gesundheitswesen mit ihrer Domäne entschuldigen müssen für ihr Dasein, sondern anzuraten ist, dieser Gesellschaft und uns diesen Diskurs kritischer zu führen. Patientinnen und Patienten brauchen Männer und Frauen in den Berufen der Gesundheitsarbeit. Aber im Moment stellt sich auch anhand dieser ganzen Zahlen deutlich dar, dass es eine Ressource ist, dass es den Frauen auch in diesen Beschäftigungsverhältnissen gut geht und sie dort zu halten. Denn man weiß von einer hohen Fluktuation letztendlich in diesen Berufen und damit auch wiederum von einer volkswirtschaftlichen Fehlallokation, wenn nach 5 Jahren die Menschen in diesen Gesundheitsfachberufen nicht mehr drin sind, sondern das Weite suchen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse und stehe auch gern noch zur Verfügung, wenn Sie jetzt Fragen haben. Wir den richtigen Platz finden. Ja, am besten ist erstmal Verständnisfragen, Nachfragen zu stellen an den Vortrag von Frau Höppner. Ja, sonst werfe ich eine Frage auf. Zum Schluss war das ja ein bisschen, eine Aussage, dass offensichtlich viele, die die Ausbildungswege gehen, nur vorübergehend die Tätigkeit ausüben. Das heißt, es ist eine hohe Fluktuation. Und da stellt sich ja schon die Frage, was kann in den Bereichen oder was für Anforderungen müssten geändert werden oder was für Angebote müssten in den Arbeitsbedingungen verändert werden, dass der Beruf oder die verschiedenen Berufe attraktiver werden, dass man also seine Berufsbiografie darauf aufbaut, sei es Frauen, sei es Männer. Zu Anfang einer Berufsbiografie ist das mit dem Geld ja immer nicht so wichtig. Das heißt, wenn man fragt, warum gehen Sie in diesen Beruf, Millionär werden Sie hier nicht. Ja, das weiß ich, aber es ist eine sinnvolle Tätigkeit. Das heißt, die Frage der monetären Gratifikation, der Bezahlung, wird dann deutlich, wenn man sich anfängt, so ab Mitte 20, 30 mit anderen Berufen zu vergleichen und sagen, ich habe so viel gemacht. Also da stimmt einfach dann diese Waage, die stimmt nicht mehr. Ich habe so viel gemacht, ich weiß so viel, ich habe auch so viel investiert an Zeit und an Geld, das stimmt so nicht. Und dann wird nach neuen Perspektiven gesucht. Das eine Thema ist tatsächlich ist die Bezahlung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der andere Punkt ist eine Entwicklungschance beispielsweise und eine Egalisierung sozusagen dieser Hierarchie im Gesundheitswesen. Das heißt, diese Berufe haben viel mitzubringen, die haben viel Expertise und sie wollen gehört werden. Das wären jetzt so 3 wichtige Punkte. Entwicklungschancen, Anerkennung auch übers Geld und eben ein Abbau der Hierarchien neben dem Punkt Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dann ist mir aufgefallen in Ihrem Vortrag, um das auch aufzugreifen, dass eben viele dieser Ausbildungswege ja in privaten Schulen stattfinden und die sehr hohes Schulgeld und so weiter verlangen und damit eine hohe Investition passiert und Sie hatten 10.000 Euro in dem einen Beispiel da erwähnt. Und dann, ist dann die freie, selbstständige Tätigkeit, ist ja häufig ja auch eine freiberufliche Tätigkeit dann, konfrontiert mit einer prekären Selbstständigkeit. Jetzt stellt sich ja doch die Frage, wenn man diese Riesenzahlen an Pflegebedarf oder in den Pflegeberufen an Bedarfszahlen da noch vor Augen hat,
also jetzt nicht in der Logopädie, dann stellt sich ja doch die Frage, brauchen wir nicht auch noch andere konkurrierende Ausbildungsschulen? Also ich sage jetzt mal, eine bewusste Konkurrenz zwischen frei gemeinnütziger, öffentlicher Trägerschaft und privater Trägerschaft, damit überhaupt auch, wie soll ich sagen, quantitativ und qualitativ diese Ausbildungswege also für die Gesellschaft überhaupt aufgebaut werden. Ja. Da hat sich in den letzten 30 Jahren ein Markt hergestellt, der ansonsten nicht mehr beobachtet wurde. Ja, wenn Sie fragen, brauchen wir da nicht noch andere Ausbildungsträger, die sich verantwortlich fühlen, brauchen wir nicht eigentlich eine andere öffentliche Verantwortung auch für diese Berufe, dann sage ich ja, ja, ja. Letztendlich hat sich da in den letzten 30 Jahren ein Markt entwickelt, wo keiner mehr hinguckt. Das heißt, es wird ein bisschen staatlich kontrolliert. Man muss die Klausurfragen fürs Staatsexamen einschicken und es kommt jemand vom Gesundheitsamt oder Gesundheitsbehörde und guckt, was die da so fragen. Aber eigentlich hat sich hier die öffentliche Hand finanziell und die öffentliche Verantwortung ganz rausgezogen. Als ich 1980 die Ausbildung gemacht habe, gab es 20 Lehranstalten für Krankengymnastik. Jetzt geht es auf die 300 zu. Und das ist, es ist sicherlich keine Gelddruckmaschine, so eine Schule ganz sicher nicht. Aber dennoch, es gibt kaum mehr Schulen in öffentlicher Verantwortung. Also ich spreche das deswegen an, weil ja im Prinzip in allen anderen gewerblichen Berufen oder auch den kaufmännischen Berufen hat man eben eine Trägerschaft, die meistens in öffentlichen Schulen stattfindet, aber zum Teil auch frei gemeinnützig. Und dann kommt man zu anderen, wie soll ich sagen, hat auch in dem Fall das Kammersystem in der Gestalt der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer als zuständige Stelle, die die Prüfungen abnimmt und die Qualität der Prüfungen, wie soll ich sagen, in Verbindung mit den Berufsschulen dann sichert. Wie ist denn das auf der Ebene? Das heißt, also wer sichert denn die Qualität und Vergleichbarkeit der Prüfungen in den verschiedenen Gesundheitsberufen? Ja, es sind jetzt im Moment zwei Systeme. Das eine ist eben die Hochschule und dann sichert das eben das ganze Qualitäts- und Evaluationssystem einer Hochschule. Aber das sogenannte Staatsexamen in diesen Berufen wird eben in dieser Form sehr frei kontrolliert. Wir haben nicht mal eine Verpflichtung in den therapeutischen Berufen in manchen Ländern, dass jemand, der ausbildet, auch eine pädagogische Ausbildung haben muss. Das heißt, Sie können heute das Staatsexamen zur Krankengymnastin, zur Physiotherapeutin machen und morgen ausbilden. Es ist eine reine Selbstverpflichtung der Schulen, die über ISQ-Geschichten quasi dann ein Zertifikat vergeben oder aber die Länder, die sehr unterschiedlich drauf gucken. Aber es gibt einen großen Wild- und Freiwuchs. Ja, das finde ich zum Beispiel jetzt eine ziemlich interessante, Feststellung, wenn man also das mit den anderen Berufsfeldern mal vergleicht. Mir fiel jetzt noch auf, also weil das ja der Eingangsvortrag sich ja mit der Genderfrage so im Wesentlichen beschäftigt, die Professionalität, die Sie als Gleichung mit Männern gesetzt haben, dann stellt sich ja doch die Frage, ist ja die Professionalität nicht heute durch Frauen in erster Linie ausgeübt? Also wenn man eben diese Riesenquoten hat von über 80%, dass Frauen den Beruf ausüben, dann liegt doch die Professionalität an sich in Hand von Frauen. Also Frauen üben dann dieses berufliche Handeln aus. Aber ich glaube, und dazu müsste man wirklich weiter untersuchen, allein diese Hinweise von den die Originaltöne, die geben dann nochmal einen Hinweis drauf, was wirklich als professionelles Handeln verstanden wird. Und das ist im Moment nicht wissenschaftlich oder akademisch reflektiert, sondern kommt so aus dem Bauch heraus. Und so kamen dann diese Originaltöne zustande. Aber da müsste man reingehen, richtig auch mit Forschung. Okay. Also ich möchte mich... Bitte schön, es kommt da. Also ich hätte doch noch mal eine Frage zu der Bezahlung, weil ich denke, das ist so ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man schlichtweg in diesen Berufen nicht gut sich selbst oder eine Familie auch ernähren kann. Das ist ja wirklich ein zentrales Problem.
Was müsste eigentlich passieren? Ist das auch eine Frage an die Politik? Also einfach Pflegeberufe oder auch, wenn wir demografischen Wandel sehen, das wird uns alle irgendwann mal betreffen, dass wir eher mehr diese Berufe auch wertschätzen oder auch hochhalten müssen. Was muss eigentlich auch eine Gesellschaft tun, dass solche Berufe auch so viel mehr wert sind, dass sie auch besser bezahlt werden? Das wäre so die eine Frage. Also was muss passieren? Ist da Politik auch noch mehr gefordert, da bessere Bezahlungen oder auch ein anderes Verständnis von einer Werthaftigkeit dieser Berufe zu schaffen? Und die zweite Frage wäre, kann durch eine Professionalisierung, also wenn das nur alles akademische Berufe eher werden, ist das dann eher attraktiver für Männer? Ist dann da auch eine andere Bezahlung dahinter, steht dahinter? Das könnte genauso gut auch für Frauen natürlich attraktiver. Also heißt eine Professionalisierung auch gleich eine bessere Bezahlung? So, das wären so die. Ich fange mal mit dem letzten Punkt an. Wir haben im Moment seit 10 Jahren Absolventen und es ist jetzt 1:1 noch nicht so abzusehen, dass jemand, der ein Hochschulstudium gemacht hat, das auch gleich vergütet bekommt. Da beginnt gerade erst ein kleiner Kampf. Den müssen aber letztendlich die Betroffenen dann auch selbst führen. Das heißt, zum Teil bringen sie sich in die Betriebe ein und werden aufgrund ihrer Kompetenzen auch anders eingestuft. Aber die meisten Absolventen arbeiten für das Geld, was sie sonst auch bekommen hätten. Das ist ein Desaster. Das ist natürlich schwierig. Aber wie gesagt, 10 Jahre sind da auch noch nicht so lange. Und der andere Punkt ist, wie zieht man das ein bisschen an? Wie kommt da ein anderes Vergütungsniveau in Richtung dieser Berufe? Da haben wir den stationären Bereich. Das geht über tarifliche Aushandlungen. Das ist ein gewerkschaftliches Thema oder eben Thema der Häuser, so wo sie die Therapeuten einstufen. Da ist eine unglaubliche Inflationierung am Werke im Moment. Und das, der andere Punkt ist, dass die Honorare der Therapeuten beispielsweise mit dem gemeinsamen Bundesausschuss ausgehandelt werden. Das ist da das mächtigste Gremium und da haben diese Therapeuten keine Vertretung, sondern letztendlich haben die Heilmittelerbringer als Verband ein Anhörungsrecht. Es geht um Teilhabe, um Mitsprache, um Aushandlungsprozesse. Mhm. Keine Frage, eher ein Statement. Ich frage mich, ob dieses Köpfezählen da so viel bringt. Also wie viele Frauen, wie viele Männer sind in diesen Berufen tätig und nicht noch doch nochmal mehr auf die ganzen Strukturen zu gucken. Also mir ist bei dieser Geschichte mit der Physiotherapie durch den Kopf gegangen, sie stellen ja gar nichts grundsätzlich in Frage. Also überhaupt auch nicht dieses System, dass das eben private Ausbildung ist. Das teuerste Studienplatz ist der Medizinstudienplatz. Also wo investiert eine Gesellschaft in welche Form von Ausbildung? Und wir erleben es jetzt in der Altenpflege, da wird es ein bisschen anders. Da ist ja genau derselbe Vielfalt auch in unterbewerteter Frauenberuf in erster Linie. Jetzt, wo die fehlen, überlegt man, ob nicht in Niedersachsen gibt es ein Programm dafür, jetzt die Studiengebühren zu übernehmen. Aber überhaupt das so zuzulassen oder das als Normalfall hinzunehmen, dass diese Ausbildung im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen eben bezahlt werden muss. Also da fehlt mir auch wirklich irgendwie im Bereich der Physiotherapie ein Verband, der sagt, das geht nicht, das ist eine Struktur, die untragbar ist und wenn eine Gesellschaft Physiotherapie haben will, dann muss sie diese genauso behandeln wie andere Ausbildungsberufe beispielsweise. Es freut mich, dass Sie die Last von meinen Schultern genommen haben. Also zum einen dieses Forum zu nutzen und Klartext zu reden, ist ja sozusagen hier schon passiert. Und mein Thema war jetzt ein bisschen auch ein anderes. So. Und Sie haben natürlich absolut recht. Was macht die Berufspolitik selbst in diesem Bereich? Und zum Teil unterhalten Sie diese Weiterbildungs- und Ausbildungseinrichtungen. Und das ist das Desaster daran, ne? Und von daher kann ich einfach nur sagen, so mischt euch ein und die Arbeit an den Hochschulen bringt zumindest an vielen Punkten jetzt diese Dinge auf dem Tisch, so die einfach lange Zeit gedeckelt wurden. Also vom zeitlichen Ablauf müssen wir jetzt, glaube ich, zum Ende kommen und ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken für Ihren Vortrag und dieses Gespräch. Es war ein guter Start für unsere Tagung.